Hallo zusammen, hier ein schnelles Video mitten aus dem Training. Und zwar geht es um Zahlen im Bodybuilding. Viele von euch fragen immer wieder in den Kommentaren nach bestimmten Kennzahlen, nach bestimmten Zahlenwerten, die man einhalten sollte, nach bestimmten Richtlinien. Egal, ob es jetzt die Anzahl der Sätze pro Muskelgruppe sind, die Anzahl der Sätze pro Woche, die Anzahl der Sätze pro Trainingseinheiten, die Anzahl der Wiederholungen, der Wiederholungsbereich, den man abschöpfen soll, selbst die Pausenzeiten oder dergleichen, wie oft Training in der Woche. All diese Zahlen werde ich hier mal im Schnelldurchlauf klären. Und ihr schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Aber das hier sind die Richtlinien, die ich euch zumindest geben kann. Auch hier wieder, ich gebe euch jetzt einen Korridor. Dieser Korridor hat eine gewisse Breite. Diese Breite wird ausgefüllt durch eure Individualität. Wichtig ist aber, wir haben diesen Korridor. Alles, was jenseits des Korridors ist, kann ich euch jetzt schon sagen, ist ein definitiver Tipp. Das haut nicht hin. Das heißt, ihr bekommt hier schon große Richtwerte. Aber ihr werdet merken, es ist Platz da und das müsst ihr rausfinden. Ich werde euch aber nicht mit einem riesen Fragezeichen da lassen und sagen, alles ist möglich, alles ist individuell. Das ist Blödsinn, das gibt es natürlich nicht. Fangen wir mal bei einem etwas einfachen an, das sich leicht durch diesen Kanal erklären lässt. Wie oft solltet ihr den Muskel pro Woche trainieren? Und ihr kennt die Voraussetzung hier, wir wollen effektiv und maximal Muskelaufbau betreiben. Nichts anderes, nicht Spaß im Gym haben, nicht fit werden, nicht sonst irgendetwas. Hier dreht sich alles um Bodybuilding und Effizienz. Dann einmal die Woche den Muskel trainieren. Wie oft solltet ihr insgesamt in der Woche trainieren? Nicht den Muskel, sondern insgesamt. 3 bis 4 Mal. Heißt, ich empfehle einen Dreier-Split oder einen Vierer-Split, indem ihr jeden Muskel einmal die Woche trainiert und den so aufteilt, die 6 groben Muskelgruppen, dass ihr das entweder in 3 Trainingseinheiten oder in 4 macht. Entsprechend merkt ihr schon, wenn ihr nur jeden Muskel einmal die Woche trainieren solltet, würdet ihr bei einem Vierer-Split an 2 Tagen hintereinander trainieren müssen und bei einem Dreier-Split hättet ihr 2 Tage hintereinander frei. Und hier könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr überhaupt die 7-Tage-Woche einhalten wollt. Gerne könnt ihr auch jeden Muskel alle 6 oder alle 8 Tage trainieren. Das geht auch. So, da habt ihr schon die ersten Zahlen. Wie viele Übungen pro Trainingseinheit bzw. wie viele Übungen pro Muskelgruppe? Die Trainingseinheit lässt sich sehr schnell errechnen, je nachdem wie viele Übungen ihr für die Muskelgruppen haben sollt. Deswegen fange ich mal mit den Muskelgruppen ganz leicht an. Grundsätzlich ist das ein bisschen unfair von Muskelgruppen zu sprechen, weil wir da oft Rücken nennen und Bizeps oder Rücken und Trizeps. Beides sind Muskelgruppen, aber der Trizeps ist eine so simple kleine Muskelgruppe, ein Muskel quasi nur, während der Rücken tatsächlich eine Gruppe ist und aus vielen Muskeln besteht. Alleine nur der Latissimus ist größer als der Trizeps und dementsprechend hat man noch eine ganze Menge andere. Also muss man das auch anders behandeln. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, genauso wie die Beine als Muskelgruppe gelten. Aber auch die haben eigentlich einen Bizeps und einen Trizeps nur an den Beinen, nämlich den Beinbeuger oder den Beinstrecker. Dementsprechend behaltet das im Hinterkopf. Wir sollten schauen, dass wir natürlich eine Variation reinbringen. Das heißt, den komplexen Muskel so komplex wie möglich trainieren, sodass alle Teile drin sind. Beim Rücken wäre das mehr, beim Bizeps und Trizeps relativ simpel und es hängt auch vom fortgeschrittenen Stadium ab. Aber wir wollen jetzt nicht viel Blabla machen. Grundsätzlich ist es so, dass ihr bei den kleinen Muskelgruppen wie Bizeps, Trizeps, da reichen 2 bis 3 verschiedene Übungen. Mehr braucht ihr auch nicht. Wenn es um die verschiedenen Übungen geht, findet ihr bereits einige Videos hier auf dem Kanal, wo ihr nachgehen könnt. Das gleiche gilt auch für den Bauch und für die Waden. Auch da braucht ihr nicht viel mehr, zumal es auch gar nicht mehr so viel Auswahl da gibt. 2 verschiedene Übungen für die Waden reichen eigentlich vollkommen aus, genauso wie 2 verschiedene Übungen für den Bauch. Und dann habt ihr es schon. Das ist jetzt erstmal zu den Übungen. Für die Brust 3 Übungen. Bis höchstens 4. Mit 3 habt ihr eigentlich schon alles gemacht, aber ihr könnt auch gerne 4 machen. Ich nenne extra immer das bis, aber ihr seht, es schließt schon viel aus. 1 bis 2 sollten es nicht sein, 5 bis 6 aber auch nicht. Das macht gar keinen großen Unterschied und gar keinen großen Sinn. 3 bis 4 bei der Brust. Bei den Beinen ist es ähnlich. 3 bis 5, sag ich mal. Warum jetzt auf einmal bis 5? Wir haben ein paar Isolationsmöglichkeiten. Wenn ihr also Adduktoren, Abduktoren noch mit in euer Training einführt und dazu noch eine Beingrundübung, Beinpresse oder Kniebeugen oder so etwas, dann habt ihr bereits schon 3 Übungen und dann kann es ganz schnell mit Beinstrecken, Beinbeugen, nochmal ein paar Isolationsübungen oder noch eine weitere Grundübung sehr schnell dazu kommen, dass ihr auch 5 habt. Ist alles möglich, aber auch hier reichen schon 3.
Das ist dann schon ein komplexes und gutes Training. Insofern, da hängt es natürlich immer davon ab, was ihr macht, aber hier 3 bis 5. Mehr nicht, weniger nicht. Bei den Schultern sind es auch circa 3 bis 4. Hier haben wir 3 Schulterköpfe, was das Ganze ein wenig komplexer macht, weshalb ich gar nicht bis 2 runtergehe. Bizeps, Trizeps, obwohl ungefähr gleich groß, würde eigentlich 2 reichen, definitiv. Bei der Schulter nicht unbedingt, wenn ihr sie komplett trainieren wollt. Da fangen wir bei 3 an, aber mehr als 4 muss es auch nicht sein. Und beim Rücken, das ist die einzige Ausnahme, da könnt ihr auch höher gehen. Da würde ich schon unten anfangen bei, ja, 3 kann man machen, dann hat man schon gut trainiert. Vor allem als Anfänger sind 3 Übungen, die ihr macht, eigentlich schon okay. Aber da könnt ihr auch gerne hochgehen bis 6. 3 bis 6. Ich persönlich mache gerne 5 Übungen für den Rücken, weil ich den von oben nach unten, von links nach rechts bis in die Mitte alles trainieren muss und abdecken möchte. Und deswegen ist das hier so eine Richtlinie. Umso fortgeschrittener ihr seid, umso größer der Rücken ist, desto eher macht ihr mehrere Übungen da. So viel zu den Übungen. Kommen wir jetzt schon zum interessanteren Teil vielleicht. Das sind die Sätze. Wie viele Sätze sollen es denn jetzt sein? Und das macht eigentlich auch den Unterschied des Volumens des Trainings aus. Gar nicht so sehr die Übung, denn es hängt von den Satzzahlen ab. So könnten 3 Übungen natürlich bedeuten, dass ihr jeweils nur einen Satz macht, dann habt ihr nur 3 Sätze und seid nach 10 Minuten wieder raus. Es kann aber auch bedeuten, wenn ihr nur 2 Übungen macht, aber jeweils 10 Sätze, dass ihr 20 Sätze macht und dementsprechend über 1 Stunde trainiert. Und hier gibt es eigentlich recht klare Umgrenzungen, weil wir nicht zu weit vom Training gehen wollen. Grundsätzlich, zur Trainingszeit kommen wir gleich, aber das hängt so ein bisschen zusammen und errechnet sich daraus, wie ihr jetzt gerade merkt. Grundsätzlich pro Übung sollten schon 3 Sätze sein. Jetzt gibt es ein paar Ausnahmefälle, zum Beispiel ein Pitfall-Satz. Das ist natürlich was anderes. Aber wenn wir ganz normale Sätze machen, mit einer bestimmten Anzahl von Wiederholungen Pause machen und dann wieder einen Satz machen, dann sollten 3 Sätze sein. Warum? Wir müssen uns ja auch an die Bewegung gewöhnen. Klar können wir Aufwärmsätze machen und die zählen nicht zu den Working Sets. Ich rede nur von Arbeitssätzen. Aber auch hier, damit man auch wirklich effizient einen Muskelreiz setzt durch diese Übung, sollte man schon 3 Sätze haben und dem Körper überhaupt die Möglichkeit geben, diese Bewegung mal mit adäquatem Gesicht bis zum Muskelversagen zu erlernen. Und das machen wir nicht, wenn wir nur einen Satz machen und davor nur Aufwärmsätze hatten. Deswegen, gebt dem Ganzen eine Chance, versucht euer Gewicht damit dann ja auch auf Dauer zu steigern und das nur, indem ihr 3 Sätze anfangt. Ihr könnt hochgehen bis hin zu 4 Sätzen in den meisten Fällen. Aber ihr seht, die Spannbreite ist hier relativ gering. Mehr als 4 Sätze würde ich auch nicht ungefähr machen, wenn wir uns nach der Übungsanzahl richten. Natürlich kann es sein, dass ihr mal ein Grundlagentraining macht. Das heißt, ihr macht vielleicht nur Kniebeugen und wollt gar nicht mehr machen. Und dann kann man auch bei 10 Sätzen, 12 Sätzen landen, wenn ihr mal sowas macht oder Bankdrücken. Aber das sollte in den seltensten Fällen der Fall sein, weil wir den Muskel dreidimensional trainieren wollen, also wirklich alles abschöpfen wollen. Dadurch haben wir mehrere Übungen und durch mehrere Übungen wollen wir dann eben nicht zu viele Sätze haben und so weiter. Das heißt, hier haltet euch an 3 bis hin zu 4. Was man manchmal machen kann, und das ist entweder der 4. oder der 5. Satz, nochmal mit vielen Wiederholungen nachschießen. Oder vorausgehen. Das heißt, dass wir wirklich nochmal Blut reinbringen und ein Gefühl in den Muskel bekommen, bevor wir an schwere Gewichte gehen. Und dementsprechend kann man das dann natürlich etwas variieren. Aber ihr seht schon, 3 bis 4 sollten es sein. Dann gehen wir zur nächsten Übung über. Das gilt für die Arme zum Beispiel. Da habe ich euch gesagt, da kann man 2 bis 3 Übungen machen. Macht ihr nur 2 Übungen, macht gerne 4 Sätze. Macht ihr 3 Übungen, macht nur 3 Sätze. Denn hier wollt ihr nicht insgesamt über eine bestimmte Satzzahl kommen. Und jetzt komme ich eben, abgesehen von pro Übung 3 bis 4, auch mal zum groben Volumen. Ihr solltet für die großen Muskelgruppen ungefähr zwischen 9 bis 12 Sätzen landen. Beim Rücken dürfen es mehr sein. Beim Rücken haben wir ja schon so viele Übungen. Da dürfen es auch zwischen 12 bis hin zu 20 Sätzen sein. Und da macht es dann auch wieder Sinn, wenn ihr wirklich hier an das obere Limit kommt, das heißt wirklich 15 bis 20 Sätze macht, den Rücken wiederum einzeln zu trainieren. Das heißt, ihr geht auf ein 4er-Split über. Denn, jetzt kommt es, die Brust zum Beispiel
könnt ihr abhandeln in 9 bis 12 Sätzen. Auch da seht ihr, 3 bis 4 Übungen sind 9 bis 12 Sätze, wenn wir immer so 3 Sätze einberechnen. Bei den Armen könnt ihr gerne zwischen 8 und 10 irgendwo landen an insgesamt Sätzen und bei den Schultern auch nochmal irgendwo zwischen 9 und 12. Das sind so grobe Richtlinien, nach denen man sich richten kann. Dementsprechend, wie viele Sätze sollte man nur in einem Training haben? Jetzt wird es eben ganz interessant, vor allem wenn es um die Kombination geht. Richtet euch mal ungefähr danach, dass ihr immer nur so zwischen 15 und maximal 25 Sätze habt. Das heißt, ein Optimum liegt immer um die 20. Und ihr wollt es natürlich möglichst gleich verteilen. Wenn ihr zum Beispiel Armtag habt, dann werdet ihr vielleicht 3 Übungen pro Muskelgruppe, das heißt Trizeps 3 Übungen und Bizeps haben. Und dann macht ihr insgesamt 9 Sätze, landet ihr bei 18 Sätzen. Super, sind wir nah rangekommen. Macht ihr noch Bauch oder Waden dazu, hey, dann sind wir bei den 20 bis 22 Sätzen. Gutes Volumen. Macht ihr einmal so einen Rückentag, dann könnt ihr dadurch bereits schon bei 5 Übungen 15 Sätze haben. Macht ihr noch Bauch dazu, seht ihr, da sind wir auch schon wieder ungefähr bei dem Volumen gelandet. Macht ihr Brust und Bizeps, landen wir auch dabei. Dann haben wir auch um die 18 bis 20 Sätze. Also richtet euch danach um die 20 Sätze, das ist ein gutes Volumen. Für einen Trainingstag. Und damit sind wir auch schon bei den Wiederholungen und das ist vielleicht der individuellste Wert. Das hängt ein bisschen mehr von euren Zielen innerhalb des Trainings ab und auch davon, was ihr gemerkt habt, worauf ihr mehr reagiert. Hier haben wir grundsätzlich 3 Bereiche, die wir im klassischen Sinne immer noch unterscheiden. Und das ist ein eher kraftorientierter Bereich, ein eher mittel-hypertrophie-orientierter Bereich, wobei man hier schon aufpassen muss. Hypertrophie bedeutet ja mehr oder weniger Muskelaufbau, aber den können wir auch aufbauen im Kraftbereich und auch in dem Bereich darüber im Ausdauerbereich. Dennoch wird er so insgesamt genannt, so der mittlere, moderate Bereich. Und dann haben wir den Ausdauerbereich, das heißt, wo der Muskel vor allem lernt auszubrennen. Und den haben wir dann im obersten Feld. Das heißt, wir gehen hier von niedrigen Wiederholungszahlen aus, dem Kraftbereich. Da ist aber nicht unbedingt eine Maximalwiederholung drin. Das würde ich ausschließen, das ist reines Krafttraining. Wir sind hier immer noch beim Bodybuilding. Und da sollte der so losgehen bei 5 Wiederholungen ungefähr, nicht weniger. Und bis hin zu circa 8 bis 10 Wiederholungen. Das heißt, zwischen 5 und 8 Wiederholungen wäre so ein Kraftbereich. Dann haben wir den Hypertrophiebereich, der ist zwischen circa 8 bis 12, das sind diese klassischen Wiederholungsangaben, 8 bis 12 Wiederholungen. Und alles über 12 bis hin zu 20, auch nicht mehr als 20, ist dann eben so der Ausdauerbereich. Ja, man kann nur eine Maximalwiederholung machen. Eine. Und ja, man kann auch einen Satz mal mit 30 Wiederholungen machen. Ja. Aber das sind wieder die Bereiche, die ich eben empfehle, genauso wie die Übung und die Satzanzahl. Und je nachdem, was ihr machen möchtet davon. Normalerweise solltet ihr alles ganz holistisch angehen und insgesamt diese 3 Bereiche in jedem Training ungefähr ausfüllen. Da findet ihr etwas mehr dazu. Hier erstmal nur die schnelle Angabe. Und damit sind wir schon bei einer Zahl, die recht speziell ist. Und das ist die TUT, die Time Under Tension. Das ist quasi die Anzahl der Sekunden, die eine positive und negativen Teil der Wiederholung, insgesamt die Wiederholung dauern sollte. Grundsätzlich empfehle ich hier, ihr könnt gerne explosiv arbeiten. Das heißt, nehmen wir mal ein Bankdrückbeispiel, explosiv stoßt ihr das Gewicht raus. Nicht mit Schwung, explosiv. Das heißt, ihr helft nicht irgendwo mit, aber ihr dürft eben schnell starten aus einem Bewegungsstopp heraus. Nun ja, das darf dann 1 bis 2 Sekunden dauern. Das könnt ihr gerne stretchen. Das heißt, wer eine langsame positive macht, macht das gerne mal bis hin zu 4 Sekunden. 4 Sekunden sind schon echt lang. 21, 22, 23, 24. Das sind oft die Wiederholungen ganz zum Ende, wenn wir gar nicht mehr so gut können. Alles darüber ist wieder spezielles Training. Manche machen das, dass sie 5, 6, 7 Sekunden oder sogar länger die positive machen. Ist aber eben sehr speziell und ist eben jetzt nicht die Richtlinie, nach der ich empfehlen würde. Das wäre wieder spezielles Training. Also halten wir uns bei 1 bis 5 Sekunden. Die eine wäre wirklich das Explosionsartige und bis zu 5 Sekunden. Das sollte der positive Teil sein. Beim negativen Teil lassen wir uns grundsätzlich mehr Zeit. Da gibt es nicht eine Sekunde. Da sollten es schon im Minimum 3 Sekunden sein. Und deswegen 3 bis 5. 1 bis 5 die positive, 3 bis 5 die negative. Insgesamt ergibt sich daraus, dass ich empfehlen würde, das ist meine allgemeine, so um die 5 Sekunden sollte immer eine Wiederholung gehen.
Sagen wir mal 2 Sekunden für die positive, 3 für die negative oder 1,4. Aber so um die 5 Sekunden könnt ihr als Richtlinie einberechnen. Versucht euch ungefähr daran zu halten und damit wären wir auch schon bei Pausenzeiten. Pausenzeiten zwischen den Sätzen. Wie lange Pause solltet ihr machen? Das geht bei 2 Minuten los. Wenn wir uns in diesen ganzen Wiederholungsbereichen finden, weniger würde ich auch nicht machen, weil dann habt ihr eigentlich noch so sehr Muskelerschöpfung von davor, dass das schon wieder fast eine Intensitätstechnik ist. Pausenreduktionssätze oder Intensiv- oder Supersätze, das ist alles wieder speziell. Nicht unbedingt weniger als 120 Sekunden, 2 Minuten. Und jetzt, Obergrenze sind 5 Minuten. Und zwar nur dann, wenn ihr wirklich im Kraftbereich trainiert. Wenn ihr gerade 5 sehr schwere Wiederholungen bis zum Muskelversagen gemacht habt, könnt ihr euch gerne auch mal 4 bis 5 Minuten Zeit gönnen. Erst recht bei sehr komplexen Übungen. Rudern, Kreuzheben, Kniebeugen. Nicht unbedingt beim Bizeps, der erholt sich schneller, ist nur ein kleiner Muskel, aber euer zentrales Nervensystem muss sich erholen. Und das ist hier ganz wichtig und deswegen könnt ihr da gerne mal 5 Minuten bei so komplexen, großen Übungen machen. Richtwert ist 3 Minuten Pause. Natürlich gibt es auch andere Pausenzeiten noch. Ich habe es am Anfang schon erwähnt und das ergibt sich aus dem Split. Grundsätzlich solltet ihr zwischen schweren Trainingseinheiten mit großen Muskelgruppen 48 Stunden haben. Das wäre ganz gut für die Regeneration als Vorbereitung für das nächste Training und als regenerative Nachbereitung des letzten Trainings. Dann baut ihr wirklich gut was auf und stellt sicher wieder Energie fürs nächste Training zu haben. Das ist meine Empfehlung, 48 Stunden bis zur nächsten Trainingseinheit. Nicht bis zum gleichen Muskel. Nächste Trainingseinheit. Beispiel, ihr trainiert montags die Beine, dienstags habt ihr dann frei und mittwochs trainiert ihr den Rücken, nicht wieder die Beine. Davon ist nicht die Rede. Seht den Anfang. Wie lange sollte man hintereinander trainieren? Also wie viele Wochen, wie viele Monate am Stück? Hier empfehle ich auch wieder um die 3 Monate Training. Ja, und dann mal eine Trainingspause von mindestens 1 Woche, höchstens 3. 3, da werden schon so manche graue Haare bekommen, sind immer noch progressiv. Ihr werdet es nicht glauben, aber ja, selbst wenn ihr ein wenig Wasser verliert, euer T-Shirt nicht mehr so spannt und ihr das Gefühl habt, abgenommen zu haben, ihr werdet nach 3 Wochen wiederkommen und in den allermeisten Fällen, verspreche ich euch, in 99% bis 100% aller Fälle, ihr seid stärker, nicht schwächer, stärker. Unglaublich, aber wahr. Ist immer noch progressiv. Also alle 3 Monate mache ich 2 Wochen mindestens Pause und damit meine ich komplett. Damit meine ich nicht, dass ich mal ein paar Liegestütze mache. Nichts. Das würde ich auch empfehlen. Jetzt kann man das natürlich bis hin zu 6 Monaten hochziehen. Trainiert auch gerne mal 6 Monate hintereinander, wenn ihr einfach Regenerationsmonster seid und macht dann Pause. Hier ist aber mein Intervall, nicht weniger als 3 Monate hintereinander trainieren, nicht mehr als 6. 3 bis 6 Monate und dann zwischen 1 und 3 Wochen komplette Pause. Wie lange solltet ihr einen Trainingsplan beibehalten, bevor ihr den Trainingsplan wechselt? Auch da empfehle ich immer mindestens 6 Wochen das Training beizubehalten. Höchstens, kann man eigentlich schwer sagen, hier muss ich mal eine Ausnahme machen. Ansonsten würde ich sagen 6 Wochen bis hin zu circa 4 Monate. Dann tut es eigentlich ganz gut zu wechseln. Aber jetzt gibt es hier eine Ausnahme. Eine einzige. Sollte nicht weniger als 6 Wochen sein, damit ihr euch auch dran gewöhnt. Selbst wenn ihr es gerade nicht mögt, beißt euch durch, vielleicht wachst ihr. Sonst könnt ihr nichts evaluieren. 4 Monate darf es aber schon überschreiten. Wann? Wenn ihr merkt, dass ihr einfach weiter wächst. Heißt, wenn es weiterhin Erfolg gibt, wenn ihr kräftiger werdet. Warum solltet ihr den Trainingsplan ändern, stoppen, wenn ihr Spaß habt und Erfolge erzielt? Muss gar nicht sein. Deswegen tracken, im Auge behalten und dann darf es auch gerne über 6 Monate hinausgehen. Sogar auf Wunder, wenn es 16 Monate dauert. Aber grundsätzlich, ich wechsle ihn eigentlich immer alle 6 Wochen, weil ich die Vielseitigkeit mag und auch einfach immer wieder viele Dinge ausprobieren möchte und meinen Körper damit belasten. So und zum Schluss noch vielleicht die wichtigste Regel. Wie oft solltet ihr im Durchschnitt pro Woche YouTube-Videos konsumieren und von wie vielen YouTubern? Letzteres ist ganz einfach, nur von einem und circa 2 bis 3 Videos in der Woche, wenn dieser YouTuber seinen Hintern hochkriegt und so viel macht. Ja, der YouTuber sitzt vor euch, mehr braucht ihr eigentlich nicht. So, weiter trainieren.